Ja, liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück hier bei unserem König Witzlaff und schaut mal, wie prächtig er sich entwickelt hat. Aus dem schmalbrüstigen Jüngling ist ein richtiger Mann geworden. Er hat auch schon ganz schön zugelegt. Bart hat er sich stehen lassen und ähnelt jetzt ein bisschen seinem Vater, König Kutoi, schon. Mal sehen, auch wenn er charakterlich doch sehr anders tickt, ob er ihm in gewisser Weise nachfolgen kann, was Ruhm, Ansehen und Ehre betrifft. Wir sind nach wie vor in einen Krieg verwickelt mit Schweden und England. Der Krieg geht aber von Kurland aus, unserem Bündnispartner, die Schalauen erobern wollen und dafür jetzt hier oben in der dänischen Hauptstadt sogar gelandet sind. Wir helfen mit, sammeln jetzt noch ein bisschen Versorgung auf und werden dann hier belagern. Und außerdem hat sich unsere Mutter gemeldet mit einem überraschenden Vorschlag. Nämlich sie wollte ihren Anspruch durchsetzen, nicht aufs Königreich Island, obwohl auch da hätte sie einen Anspruch. Warum nicht gleich ans große Ganze denken? Sie wollte, glaube ich, das Oberhäuptlingstum von Livland haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum eigentlich nur das. Wir werden das im Auge behalten und verfolgen, wenn es soweit ist. Bis dahin will ich noch zwei Sachen machen. Einmal haben wir noch Gefangene, die wir aus dem Kerker entlassen können. Die beiden noch nicht, mit denen sind wir noch im Krieg. Die sollen mal da noch bleiben. Aber hier, Oberhäuptling Aita, ihr Lehnsherr oder ihr Mann, der hat jetzt die 50 Gold zusammen, so dass wir problemlos das Lösegeld fordern können. Und außerdem sollten wir mal dieses Geld ein bisschen investieren. Und wir gehen mal nach Wismar dafür und werden Gebäude errichten, die uns vor allem auch Geld bringen. Ich finde, hier Höfe und Felder bringt rein steuertechnisch sehr viel. Und können wir noch was Zweites machen? Nee, wir müssen erstmal diesen Bau abwarten. Wir könnten natürlich woanders was machen, zum Beispiel in Stettin. Da haben wir schon Getreideäcker. Ein Ausbau würde auf 0,8 gehen und Besitztumssteuern erhöhen. Oder wir bauen hier was Neues. Ist ja auch denkbar. Ja, die Frage ist, was? Könnten natürlich auch unsere militärische Stellung weiter stärken. Ein bisschen Einkommen bringt das ja in jedem Falle. Welle und Türme ist, glaube ich, immer eine feine Sache. Festungsstufe, Garnisonsverbesserung. Wobei Aufgebote fast noch netter sind. Die haben schon Festungsstufe 5 und eine relativ hohe Garnison. Nee, machen wir mal grünendes Land. Errichten wir das auch noch hier. So, investieren wir gewissermaßen in unsere beiden Hauptstädte. Ansonsten werden wir den Krieg jetzt erstmal weiterlaufen lassen. Ja, Aita ist freigelassen worden. Das Geld ist angekommen, hervorragend. So, wir sind hier und warten, wie gesagt, bis wir vernünftig Versorgung haben. Jetzt sind wir bei 60. Ich glaube, jetzt können wir uns da problemlos mal reinwagen. Gibt es hier irgendwelche Feinde? Nein, das sind Plünderer. Hier tobt ein kleiner Kampf, aber das sind nur Reste der schwedischen Armee. Hier, diese Belagerung wird die wichtige Sache sein. Wenn die über die Bühne ist, dann sollte der Sieg der Kurländer über Schweden auf jeden Fall erfolgt sein. Wir dürfen natürlich nicht den Moment abpassen, diese Frist, die uns unsere Mutter gesetzt hat. Oh, was kommt denn hier? Da haben wir aber einen direkten Feind jetzt, oder was? Einmal war das dunkelrot. Sind die irgendwie mit in irgendeinen Krieg eingestiegen? Sie greifen an gegen König Robert. Nee, dann ist das nur eine konkurrierende Geschichte. Ja, alles klar. Ich finde die Farbgebung nicht ganz so gelungen. Aber das ist sehr, sehr gut zu wissen, dass jetzt England zusätzliche Probleme hat. Ein Cousin wurde erschlagen. 80% haben wir. Aber andererseits, wir wollen ja gegen Estland ziehen. Für unsere Mutter. Diesen Krieg dort führen. Die Besetzung ist da. Wir müssen noch ein bisschen Geduld haben. Und hier hat sich... Wartet, was ist das denn? Hat sich Litauen abgespalten? Haben wir eine Erbteilung hier gerade erlebt? Das sieht ganz so aus, oder? Ja, tatsächlich. Wir haben einen neuen polnischen König. König Kasimir II. Natürlich aus dem Hause der Piasten. Und einen zweiten König. König Zetschei von Litauen, auch aus dem Hause der Piasten. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass sie ein Bündnis haben. Haben sie aber erstmal nicht. Können sie vielleicht noch schließen? Sind sie Brüder? Oder wie stehen sie zueinander? Ja, der sieht, glaube ich, so aus, oder?
Sehen wir den anderen König hier bei Geschwister? Nee, sehen wir nicht. Ah, wartet mal. Der König Boleslav, das ist sein Großvater. Hier ist es sein Vater. Ist also nicht direkt, also ist aber nicht der Sohn. Insofern ein bisschen kompliziertere Erbfolge gewesen. Aber immerhin eine Teilung Polens und die Tatsache, dass sie nicht beide direkt verbündet sind, das ist eine nette Sache. Was ist denn das hier eigentlich? Wer besetzt denn das, sagt mal? Wer hat das jetzt besetzt? Ach so, das sind jetzt nur unsere unterschiedlichen Farben. Das eine haben wir besetzt, das andere sie. Für den Kriegsstand zählt natürlich beides. So, Magdalena ist gestorben. Keine Ahnung, Baronin Magdalena. Wir hatten da wohl irgendein Bündnis. Aber das war meines Erachtens nicht bedeutsam. 100%. Und sie schlagen tatsächlich oder müssen hier noch Schlachten schlagen. Ja, sehr schön. Dieser Krieg ist vorbei. Großartig. Okay. Wir bekommen dadurch auch Prestige und natürlich Meinungsbonus. Was ist hier los? Es gibt eine gefährliche... Ja, das ist jetzt so ein bisschen das Problem. Sie können jederzeit ein Ultimatum stellen, die dänisch-katholischen Populisten. Die sind natürlich jetzt auch gestärkt worden noch durch Schonen. Wie lange dauert denn das noch, die Bekehrung hier? 5 Jahre noch. Ist ja der Wahnsinn. Wir wollen aber eigentlich einen anderen Krieg führen gegen Estland. Das kann aber uns teuer zu stehen kommen, wenn dort ein Aufstand existiert. Wir müssen aber erstmal unsere Soldaten nach Hause schicken, bevor wir uns das angucken können. Also lösen wir sie erstmal auf. Und tatsächlich, es geht jetzt schon los. Die Katholiken rebellieren. Puh. Ja, wir werden das natürlich nicht freigeben, sondern werden uns jetzt hier in diesen Krieg begeben. Gegen die dänisch-katholischen Populisten. Ihr wollt Freiheit, im Tode sollt ihr sie haben. So, also es gibt diesen Aufstand, wir müssen langsamer machen. Und, nein, ernsthaft, der wird natürlich unterstützt, jetzt auch noch von anderen, unter anderem von Herzogin Philippa. Und die wiederum ist eine echt mächtige Frau mit 2200 Mann. Halt, das verwechsel ich jetzt gerade. Wieso, die ist Herzogin der Provence, wieso kann die sich hier einmischen? So weit entfernt, ernsthaft? Kann jetzt jeder Christ sich hier einmischen in diesen Krieg? Oh mein Gott. Nee, ist das so? Ich dachte nur in der Nähe. Die Nachbarn. War mein Wissen. Gut, jetzt haben wir ein Problem. Wir müssen Armeen ausheben. Hier läuft schon die Belagerung. Wir nutzen mal hier diesen Sammelpunkt, um hier alle auszuheben. Wir haben allerdings auch über 4000 Männer. Nein, die gehen direkt auf uns zu. Kriegen wir jetzt einen Malus? Weil wir uns gerade erst sammeln? Ich hoffe nicht, ne? Ne, sie gehen nicht auf uns zu. Sehr schön. So, 3500 haben wir bei uns. Die gehen auf die Schiffe. Sollen sie. Wer ist jetzt Befehlshaber? Wir haben schlechte Befehlshaber. Unser Ratsmarschall. Warum befiehlt der nicht? Solange er noch lebt, der gute alte Chepan mit 61, führt er unsere Armeen, würde ich sagen. Ziehen wir hier rein und schlagen die erste Schlacht gegen die Bauern. Tja, unser Plan bezüglich Estland, den können wir nicht durchsetzen. Und es kann sein, dass unsere Mutter uns deshalb verlässt, obwohl sie jetzt ja eigentlich sehen müsste, dass wir schwer beschäftigt sind. Wir werden Erzivil holen, natürlich. Der soll uns helfen in diesem unangenehmen Krieg, diesem Bauernkrieg. Ich hoffe, wir kriegen das schnell zu Ende. Ja, er kommt mit in die Schlacht, also in den Krieg. Jetzt gibt es erstmal eine Schlacht. Wir haben plus 8. War mir auch ein bisschen besser vorgestellt. Ich meine, wir haben hier Spezialtruppen, die haben gar nichts. Jetzt beginnen auch schon unsere Champions verletzt zu werden. In Wolin gibt es Überbesteuerung und Banditenhorden. Alles sehr unschön. Aber dennoch, weil der Gegner natürlich keine guten Soldaten hat, gewinnen wir diese Schlacht erstmal. Das bringt uns plus 31%. 141 gegen 2700. So gefällt mir das. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir die anderen? Und was ist hier mit Trelleborg? Warum wird mir das hier so gesondert angezeigt? Ja, es ist geplündert. Ist das irgendwie...
Eine Hauptstadt der Aufständischen? Ja, tatsächlich. Irgendwie schon. Na, das gesamte Gebiet ist jetzt. Naja, wir müssten eigentlich erstmal die Soldaten bekämpfen. Ich bin mir da ein bisschen unsicher. Was passiert denn jetzt, wenn wir dorthin marschieren würden? Normalerweise ist es ja keine Burg, die wir belagern können. Wir probieren das mal aus. Die ziehen jetzt tatsächlich nach Wismar. Ziehen jetzt gleich wieder zurück. So, wir gucken mal, was jetzt passiert. Es passiert gar nichts. So wie es aussieht. Das war ja totaler Quatsch. Okay, dann ignorieren wir das. Und ja, sagt mal, wie gewinnen wir denn jetzt diesen Krieg? Gewinnen wir den nur, indem wir die Armeen besiegen? Provence und Trelleborg. Ach so, deswegen wird mir das angezeigt, weil der tatsächlich mit seinen 82 Mann und einem Champion hier mitkämpft. Die Herzogin der Provence hat allerdings 2300 Mann, das ist ein bisschen unangenehm. Aber leider, leider, leider kann ich hier scheinbar nichts machen. Auch wenn der gegen uns ist. Eine Belagerung ist hier wohl nicht möglich. Ja, dann ziehen wir mal den Gegnern irgendwie entgegen. Irgendwie müssen wir jetzt zu unserem Kriegsstand kommen. Mal schauen, wo er hinzieht. Wer kommt hier? Das Herzogtum von Pomerellen. Ich hoffe nicht, dass die uns berauben. Nein, machen die ja nicht. Sind ja unsere Vasallen. Die gehen vermutlich nach Sachsen oder ins Heilige Römische Reich. Habe ich irgendwo abfahrende Schiffe gesehen? Sind die hier auf der Elbe losgefahren? Ich bleib mal hier. Wie besiegen wir denn jetzt unseren Gegner? Erzählt mir nicht, dass ich in die Provence reisen muss, um das zu tun. Aber das gilt ja jetzt nicht automatisch als abtrünnig, oder? Na, wir warten mal. Die gegnerische Armee wird schon noch irgendwie auftauchen. Und dann werden wir sie uns vorknöpfen. Oder sind sie manchmal jetzt schon bereit? Nein, natürlich nicht. Da aber jetzt der Krieg gegen Schweden vorbei ist, fällt mir ein, können wir auch noch einen Gefangenenaustausch machen. Sind Sie bereit zu zahlen? Sehr gut. 50 Gold nehmen wir gerne. Hier ebenso. Zweimal 50 Gold. Dann sind wir schon wieder weit über 500. Ja, Kerker verlassen. Und der nächste wird dies auch tun. Bestens. Tja, Leute, ich habe wirklich jetzt. Müssen wir in die Provence reisen, um unseren Kriegsstand hier zu bekommen? Das erscheint mir irgendwie lächerlich. Was ist jetzt hier der sinnvolle Weg? Die Armee ist auf jeden Fall verschwunden. Also wir müssten eigentlich hier. Ja, und er nimmt natürlich einen lächerlich langen Landweg dorthin. Wird einem eine Prognose geben, wann man da ist? 8 Monate tatsächlich. Und wenn man den Landweg nimmt, auch 8 Monate. Vermutlich hat man dort mehr Verschleiß. Tja, Leute, was sollen wir machen? Wir haben den Gegner ein, zweimal besiegt. Jetzt entzieht er sich der Schlacht. Wir kriegen aber keinen Kriegsstand. Also müssen wir gegen den einzigen Gegner ziehen, der jetzt irgendwie. Ah! Was erzähle ich da? Da ist sie ja schon. Das ist die Armee der Provence. Na, das passt ja. Dann schnell wieder zurück. Ich hoffe. Ah, schade. Hätten wir ein bisschen mehr Geduld gezeigt, dann hätten wir sie empfangen nehmen können, wie sie hier gerade die Insel betreten. Das ist natürlich jetzt schade. Wir sind bei einem neuen Lebenswandelvorzug. Das ist gut. So, rasch behauen, reduziert Gebäudebaukosten. Verteidigungsplanung erhöht. Oh, warte mal. Es geht hier weiter. Das ist schlecht. Nee, ging gar nicht schlecht, oder? Ging gar nicht weiter.
Ich meinte, habgierig hier weiter freizuschalten, um hehre Geld und Kriegsgewinnler zu bekommen, wäre auch eine feine Sache. Das machen wir. Wir werden goldene Pflichten freischalten, aber nicht, um es anzuwenden, sondern um diese beiden Dinger demnächst zu bekommen. So, wer kommt dort an Land? Das sind jetzt unsere Verbündeten. Sehr gut. Kriegen wir sie abgefangen? Ja, das ist jetzt ungünstig, wie wir gelaufen sind. Ja, das geht. Sehr schön. Plus 1. Die sind ziemlich gleichwertig. Haben auch Schwerpunkt auf Ritterlichkeit. Wir haben aber noch niemals aufgeben. Das kompensiert das etwas. Und da kommt der Volksaufstand auch zurück. Sehr, sehr gut. Die nächste Chance an Kriegspunkte zu bekommen. Und sie laufen uns tatsächlich direkt hier in diese Schlacht hinein. Unsere Verbündeten folgen auch noch. Das heißt, das wird ein großer Sieg, so wie es aussieht. Ja, ein Sieg, der uns Ruhm sogar bringt. Und unsere Ruhmstufe erhöht. Und damit sind wir als Illuster bekannt. Das ist insofern wichtig, weil wir jetzt wieder direkt Herzogtümer attackieren können. Das wird noch relevant sein, vielleicht zum Beispiel gegen Dänemark, um hier Blekinge und Holland direkt zusammenzubekommen. Sehr, sehr gut. So, der Feind zieht sich dort zurück. Im Prinzip müssen wir ihm ja jetzt nur folgen. Die einfachste Art, jetzt an Kriegsstand zu kommen. Ja, wir können jagen, aber das finde ich jetzt gerade unpassend. Das will ich im Krieg nicht tun. Hier sind noch 56 Mann. Na, wir sind schon zu weit unterwegs. Nee. Die lassen wir dann mal einfach laufen. Die können uns eigentlich nicht mehr schaden. Oh Mann, wo fliehen die hin, Leute? Okay, die ziehen jetzt in unser Gebiet. Okay, das ist... Sieht zwar immer noch aus wie eine Flucht, wie sie dort gebeugt gehen. Ah, was haben wir denn hier? 873 Mann aus Trelleborg. Sind das Söldner, die die angefordert haben? Könnte sein, ne? Was sehen wir hier? Dänischer Trupp Aalborg. Ja, ich glaube, das sind Söldner. Kümmerst du dich um die? Das wäre großartig. Dann folgen wir diesen hier. Halt, hier sind nochmal 902. Die Gelegenheit lassen wir nicht verstreichen. Die ziehen sich leider wieder zurück. Das finde ich schade. Kämpft doch gegen die 873. So, der nächste Sieg ist unser. Wir sind bei 100%. Oh, sagt mal, wir haben wohl irgendjemand Wichtiges gefangen genommen. Kann das sein? Wir können die Forderung erzwingen. Damit bekommen wir Einheimische befriedet, was die Volksmeinung wesentlich entspannt und der Anführer wird eingekerkert. Bürgermeister Ragnar ebenso. So. Und damit wäre das erledigt. Die Fraktion löst sich dementsprechend aus. Was ist das hier? Verbünde? Das Feind tritt Krieg bei. Der Krieg geht noch weiter. Eigentlich dürfte das nicht der Fall sein. Nein, es ist auch nicht der Fall. Gut, dann sollten wir die Truppen entlassen und gucken, ob es noch möglich ist, hier Mutters Wünsche zu erfüllen. Das würde mich sehr freuen. Gucken wir gleich mal. Okay, Graf Wladimir wechselt die Kultur von Russisch zu Pommersch. Immerhin, das sorgt vielleicht für ein bisschen Entspannung bei den Beziehungen. So, jetzt aber Blick nach Estland. Krieg erklären. Ne, warte mal. Das ist noch was anderes. Wie können wir nochmal den Anspruch durchsetzen? Sehen wir das hier bei Anliegen? Oder kann es sein, dass sie jetzt doch schon fort ist? Wo ist unsere Mutter jetzt? Sie befindet sich in Zierland. Warum befindet sie sich dort?
Tatsächlich, wir müssen sie direkt nochmal einladen. Und wir sind zwar schüchtern, aber Leute, unsere Mutter ist doch lächerlich. Das nehmen wir natürlich jetzt in Kauf. Kriegen wir noch eine Nachricht? Ja. So, und jetzt müsste das nochmal anders laufen. Ich gucke nochmal auf diesem Wege. Tatsächlich, Ansprüche von Nine Cook. So, und zwar, welchen Anspruch? Oberhäuptlingstum von Letgallen. Ja, das scheint ihr Hauptanspruch zu sein. Das kostet uns eine Menge. 675 Prestige. Und der Gegner hat 4.700 Truppen. Ernsthaft? Der Typ ist allerdings eingesperrt, und zwar bei wem? Wo befindet er sich? Okay, in Ruthenien. Das hat mit uns jetzt wenig zu tun. Und Tavaster. Also so sieht, würde die politische Situation aussehen, wenn wir diesen Krieg führen. Für unsere Mutter gegen unseren Onkel. Tja, ist eine heikle Angelegenheit. Ich zögere so ein bisschen. Wir haben etwa genauso viele Leute. Und von den Verbündeten her hätten wir, ich weiß gar nicht, kämpft Christoph mit im Krieg? Wird hier so angezeigt. Von den Verbündeten würden wir besser dastehen. Und einer unserer Verbündeten ist ja auch in direkter Nachbarschaft. Ich würde sagen, wir sind so treuherzig, dass wir das für unsere Mutter durchkämpfen wollen. Wir wählen das Oberhäuptlingstum dort und dann erklären wir den Krieg. Und ich glaube, das wird kein ganz einfacher Krieg werden. So, wir werden hier nochmal einen Wegpunkt etablieren. Hier in Danzig, würde ich sagen. Das ist dann auch recht hilfreich. Genau. Und wollen alle dort ausheben. Im Notfall hätten wir locker das Geld, hier auch noch Söldner uns zu genehmigen. Und wir rufen unseren Freund und Verbündeten Oberhäuptling Erzzivil natürlich in diesen Krieg mit hinein. Ja, und für die Jagd bleibt jetzt wieder keine Zeit. So, unsere Truppen erscheinen dort nach und nach. Und sehr schön, er wird sich anschließen. Hervorragend. So, die Verbündeten treten wie erwartet auch ein. Und jetzt haben wir unsere 4.500 Mann. Und wie machen wir das am besten? Wir haben eben schon mal so halb gegen Estland gekämpft. Das ist ein langer Marsch. Ich tendiere tatsächlich dazu, das Geld auszugeben. 34 ist es aber, das Geld auszugeben und hier direkt anzulanden. Ja, machen wir das. 2.500 bringt unser Verbündeter jetzt rein. Er beginnt auch schon mit Belagerung von Festungen. Das ist eine gute Sache. Okay, dann fahren wir erstmal hier hin und schauen, wo wir an Land gehen und wie wir das am besten machen. Das sind Plünderer. Aha, die haben sich hierhin bewegt. Ja, jetzt die Frage, kämpft man erstmal die Armee nieder? Ja, dann war das vielleicht gar nicht so sinnvoll, ehrlich gesagt, dieses Geld für die Schiffe auszugeben, aber wir machen das mal. Wir gehen mal hier raus, landen hier mal an, warten ein bisschen, bis wir unseren Malus verloren haben. Wie, was, was, wo? Es ist eine neue Fraktion geschaffen worden. Ich dachte, es gibt schon wieder einen Aufstand. Nein, es sind mal wieder die dänisch-katholischen Populisten. Diesmal allerdings nur drei Mitglieder. Das hält sich Gott sei Dank in Grenzen. Und zumindest die Bekehrung von Zealand ist auch irgendwann demnächst abgeschlossen. Dauert noch ein bisschen, aber es geht so. So, 20 Tage oder so werden wir warten. Dazu scheint mir die gegnerische Armeestärke doch zu groß zu sein. Wobei, jetzt kommt Verstärkung. Das ist natürlich jetzt richtig doof gewesen. Verdammt. Jetzt hat er hier alle rangebracht. Das ist natürlich jetzt ärgerlich.
3700 gegen unsere 4600. Aber die Verbündeten kommen. Vielleicht können wir jetzt tatsächlich eine größere Schlacht jetzt hier wagen. Zumal der Gegner jetzt abhaut. Wir müssen bloß diesen Seemalus erstmal noch loswerden. Ah, den haben wir ja schon. Sind wir ja schon losgeworden. Okay, ich lasse ihn mal wegziehen. Der müsste jetzt auch weg sein. Sehr schön. Und wenn wir jetzt reinmarschieren, müsste er uns nachfolgen. Und weil er sieht, da findet jetzt gleich eine wichtige Schlacht statt. Ja, tatsächlich. Okay, die Schlacht beginnt jetzt. So, minus 16, was ist denn hier los? Wow. Der Gegner ist einfach König Töll, unser Onkel. Ist einfach ein super guter Befehlshaber. Das ist natürlich ein Problem. Und jetzt kommt auch noch die Verstärkung rein. Aber unsere dann hoffentlich auch bald. Na, schaut mal, jetzt ist zahlenmäßig schon... das wird eine unangenehme Schlacht. Aber Gott sei Dank, unser Verbündeter kommt. Leider ist einer unserer Champions erschlagen worden, Baedras. Der Waffenstillstand mit Dänemark endet bald. So, jetzt sind wir wieder zahlenmäßig deutlich überlegen. Und diese Schlacht ist gewonnen. Die Schlacht von Peltene. Ja, Baedras ist leider getötet worden. Sohn von Herzog Milzers von Prutzen. So ein bedeutsamer Mann war das. Wen haben wir gefangen genommen? Einen Häuptling. 6% erst. Kriegsstand. Aber immerhin, der Gegner hat, glaube ich, deutlich mehr verloren als wir. Ne? 1200. Oh nein. Wir haben mehr verloren. Ernsthaft? Okay, insofern ist das Ganze nicht so gut gelaufen. Wie sieht es aus mit unseren Champions? Haben wir da irgendwelche Verluste zu beklagen? Hatten wir doch eigentlich gesehen, ne? Baedras ist gestorben. Wird uns hier gar nicht angezeigt. Hier steht in der Schlacht... komisch. Na gut. Alles klar. So, was ist hier? Wichtige Entscheidungen sind verfügbar. Neue Champions einladen. Das werden wir nicht tun. Erstens kommen wir im Moment... noch klar. Zweitens sind wir schüchtern und sollten alles vermeiden, was in diese Richtung geht. Gut, die erste Schlacht dieses Krieges ist geschlagen. Es geht um unsere Mutter, um das Recht unserer Mutter. Mal sehen, ob wir es durchsetzen können. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinballen.